Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm als Russland. Martin schreibt, sehr geil, dass du den militärisch impotentesten als Bündnispartner hast. Die Deutschen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Da muss man schon sagen, ist aber der Einzige, der in der Nähe ist. Ich meine, bringt mir nicht viel, wenn ich mich hier mit der fucking Wesen da Trajan verbünde und der hockt da irgendwo auf der Insel und kommt eh nicht rüber schauen, wenn der böse Army mich angreifen kommt. Aber das ist echt ein bisschen problematisch hier. I'm so fucked. Okay, that's fine. Künstler könntest du nutzen, um die Truppen bewegen und etwaige Angriffe vom Army zu überwachen. True story. Meine Taschentücher sind wegen der Insta-Bitches aus. Kann ich nachvollziehen, ist ein normales Problem. Tobi meint, ich soll die Werft in den protzschwachen Städten kaufen. Sure. Kaufen wir Werften. Nimm mir so viel Geld. Es gibt nichts mehr wirklich, für was ich es ausgeben will. Die da unten sind aber noch protzschwächer. Aber da habe ich noch nicht mal Häfen. Nebenher. Baguette. Kriegst auch noch eine Schiffswerft. Jeder kriegt eine Schiffswerft. Oh, und wir haben noch einen Rekordbonus rausbekommen. Wunderbar. Wo steht denn der Künstler eigentlich rum? Oh, wir haben einen großen... Ja, ein großer Musiker kann sich mal da irgendwo hinstellen. Wobei, wir kommen nicht in dein Dings hier rein. Wir können uns mit dem da reinstellen. Nur dann wird er vielleicht gekillt hier von den bösartigen Schweinen namens amerikanischer Apostel. Aber wir können sie wenigstens an den Rand hier irgendwo hinstellen. Bitte mach keine Töne, wenn ich dich anklicke. Großer Musiker. Not amused. Not amused at all. Tobi meinte auch, die KI hatte vermutlich keine Plätze mehr in den Museen. Und wollte deswegen meine wunderschöne Skulptur nicht haben. Ich habe immer noch das Gefühl, er hat einfach schlampig gearbeitet, der Michelangelo. Aber hey, let's try it again. Ah, jetzt, okay. Er will mir wenigstens sehen, was dafür bekommen. Geben, ihn was dafür bekommen. Yes. Mhm, das wollte ich sagen. Yo, Seondeok. By the way, wir sollten mal schauen, wie weit du bist. Und wir sollten Spione zu dir schicken. At some point. Um Raumhäfen zu sabotieren. Okay, zahlt sogar noch mehr. Hast du Lust, dass es mich interessiert? Nein. Yo. Kriege ich das eigentlich dann überhaupt? Wenn ich jetzt mit dem David hier traden würde, ein religiöses Kunstwerk. Oder habe ich jetzt schon alles voll mit religiösen? Nein, weil irgendwo hockt ja noch der David hin. Kann ich das dann switchen und ich kriege das da rein, wo der David vorher war? Oder ist es dann einfach weg? Da, Krönung der Jungfrau zum Beispiel. Weil da könnt ihr da rein, wo der David momentan drin ist. Bis wir woanders eine neue Kathedrale haben. Right? Ist die Idee. Ich will 8 Gold pro Runde dafür. Ich meine, I don't really care. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob es funktioniert. Just kind of sad. Wir haben gerade mal 3 Kathedralen. Nein, that's a lie. Wir haben 6 Kathedralen. Wir haben genauso viele Kathedralen wie Tempel. Nein, wir haben 7 Tempel. Irgendwo ist ein Tempel ohne Kathedrale. Aha. Vielleicht warten wir einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, dass wir das religiöse Kunstwerk auch sicher bekommen, dass es wenigstens Platz hat in der Kathedrale hier. Und hoffen, er macht dabei seine Museen nicht voll in der Zwischenzeit. Might be the best idea. Okay. Noch nichts Schlimmes. Hast du schon Satelliten? Du hast die Raketentechnik erforscht, aber du hast noch keinen Raumhafen gebaut. Ich nehme mal an, du baust gerade ganz viele. Zwei. In Yangsan und in Qinshu. Wollen wir prophylaktisch unseren Spion schon mal dorthin schicken? Probably. Ja. Geh nach... Wir sind da die größere Stadt. Welche hat das wahrscheinlich schneller fertig? Yangsan, ha? Huh? Okay, wir gehen schon mal nach Yangsan. In freudiger Erwartung des dort bald erbauten Raumhafens. Um sie so viel wie möglich zu harassen, während ihrem Weg zum Wissenschaftssieg. Du machst Dinge. Theoretisch.
Ich konnte einfach keinen Wald drauf bauen, gell? Ist kinda weird. Ist kinda weird. Wo wollen wir den Naturforscher? Wo wollte ich den hinschicken? Ah ja, dahin, gell? Ja, da wollte ich ihn hinschicken. Alright, weil irgendwann müssen wir das. Entweder kann ich es reparieren oder ich kann es jetzt eigentlich auch gleich da mal abreißen. Wobei, nein, warte mal, das ist wieder das Lagerfeuer, gell? Du bist gar nicht geplündert. It's a true story. Ich weiß ehrlich nicht, was ich mit dir machen will. Not entirely sure. Gehen wir die Kohle ernten? Nein, nur das kann man nur mit Bonusressourcen. Du gehst dahin, nächste Runde. Einheit benötigt Befehle. Schön. Warum steht da eigentlich noch ein Wald? Oh, wir könnten da einen Wald hinmachen. Vielleicht wird es dann hier noch ein bisschen schöner. Du kannst da auch noch bewalden. Der hat da Mähen. Muss ich echt zugeben, ich finde das recht unsympathisch, dass der Armeen hat. Nächster Nationalpark. Wonderful. Das ist das Heilige Städtengebet abgeschlossen. Du machst einfach gleich mehr Heilige Städtengebete. Wobei, vielleicht brauchen wir tatsächlich irgendwo mehr Militär. Actually. Aber ich habe genug. Ich habe einen Ritter, Indo, der zumindest ein Kürassier werden kann, oder? Hatte ich nicht irgendwo einen Ritter? Mein Vater, so. Nee, ich habe keinen Ritter. Doch, ich habe einen Ritter. Okay. Er ist gut. Nur damit die Stadtstärke ein bisschen höher wird. Und dann kann ich die Armbrust schützen wenigstens. Und wir haben bald Korpse. Ich sollte eigentlich noch einen Ritter bauen. Ich habe kein Eisen mehr. Weil ich alles verkauft habe und keins bekomme. It's not optimal. That is simply not optimal. Mein Korps ist halt noch besser. Ein Kürassierkorps sollte die Stadtstärke natürlich am meisten erhöhen. Können wir nur auf die schnelle Eisen herbekommen? Für Pferde oder sowas? Du hast Öl? Schäm dich. Das gewinnst du sicher aus den Wahlen, du Schwein. Würdest du mir Eisen überhaupt? Nein, gibt kein Eisen. Ja, könntest du bitte nicht so geil sein auf Eisen? Es ist lächerlich. Niemand braucht mehr Eisen eigentlich, außer mir. Because I'm stupid. Ja, du würdest mir Eisen geben, theoretisch. Aber ich habe nicht wirklich etwas, was du willst. Let's check the others first. Nicht, dass du mir Eisen gibst. Du gibst mir überhaupt kein Eisen. Ja, ey, für was haben wir Verbündete, nicht wahr? Für was hat man Freude? Du bist schon mit dem Army im Krieg. Good job by you. Okay. Useless. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Machst kein Militär, du machst sonst eigentlich nichts, was man in irgendeiner Weise als intelligent bezeichnen könnte. Okay, der Einzige, der mir Eisen gibt, ist Seon, der auch so aussieht, ha? Wieso ist da jetzt ein Rufzeichen? Vorher war da gerade kein Rufzeichen, jetzt ist da auf einmal eins. Good one, good one. Okay, wir kriegen kein Eisen. Wir kriegen schlicht und einfach kein Eisen. Das ist sad story, das heißt, ich kann keinen Ritter bauen. Ja. Könnte schlimmer sein. Einmal, zweimal, dreimal. Wir können drei Korpse machen. I think that's enough. Drei Armbrustkorpse. Aber wir können sogar mehr machen, wenn wir den Bogi und nochmal upgraden. Es wäre halt nur geil, jetzt den Ritter bauen zu können. Okay, bauen wir einen schweren Streikwagen, damit wir vielleicht wenigstens irgendwas upgraden können. Du hast die Wassermühle fertig. Das ist auch nichts wirklich Sinnvolles mehr machen. I guess, heilige Städtengebiet. Für mehr Naturschutzparksgebiete Zeug. Kornspeicher hast du abgeschlossen. Haben wir Limes eigentlich immer noch drin? Not entirely sure. Ja, aus dem mittelalterlichen Mauern. Oh, wir können schlägern. Bedeutender Sieg.
Sehr bedeutend, I'm sure. Kommst du mal hier rauf? Wo sind denn die anderen Spezies? Ah, du bist hier. Nicht wirklich in der Nähe, muss man sagen. Und Indo ist doch auch noch ein Inquisitor. Right? Right? Da bist du, Schlingel. Versteckt sich einfach von mir. Ah, wir wollten ja warten. Right. Dann warten wir mal, dann können wir den Michelangelo sogar noch für irgendwas verwenden. Was doch nett ist. Ey, du musst doch mal weg. Du sollst in weit entfernte Länder. Mit wem habe ich schon? Poundmaker, Teddy, Seondeok. Trajan habe ich noch niemanden. Oder wer bist du? Du bist Dingsy, mit dem habe ich auch noch nichts, oder? Da würde ich sogar extra Shit bekommen. Okay. Sounds fair. 1-1. Ja. Nehmen wir dich. Wunderbar. Nächste Runde. Einheit benötigt Befehle. Wir sollten auch. Okay, bevor wir es vergessen, wir sollten euch mal nach oben bewegen. Da unten bringt sie mir nämlich dabei eh nichts und das könnte echt ein bisschen übel werden mit dem guten. Mit dem guten Army. Ich meine, nice, soweit. Bist da jetzt einfach fast stehen geblieben. Okay, nochmal ein bisschen Protestantismus verloren. Hier hätten wir auch einen bedeutenden Sieg. Noch einen bedeutenderen Sieg. Amazing. Ich meine, wir gehen ihm damit auf die Eier und das könnte sehr ungesund für uns werden. Ja, that's fine. Mit einem schweren Streitwagen abgeschlossen. Wir bauen das nächste heilige Städtengebiet. Wie viel kostet der nächste? 2,380 mittlerweile. Produktion fertig. Ein Handelszentrum. Bauen gleich mal noch den Markt, damit wir noch einen Handelsweg machen können. Das ist Lavra abgeschlossen. I like that. I like that a lot. Das ist zu wenig Wohnraum, ist mir aber eigentlich egal. Will ich das Monument kurz bauen für die +1 Kultur? Ich glaube, ich will lieber mehr Religion. Glauben, meine ich damit. Oh, da könnte man ein Sägewerk drauf haben. Action. Bleib mal hier hocken. That's fine. Du kommst du dabei mal. Achso, du kommst da eh so schnell hoch. Dann geh in die Richtung. Kannst du dich hier irgendwo umschauen dabei? Kannst dich auf den Hügel hier stellen. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr. Kürassier-Korps bereits auf seiner Seite. Sieht man nicht gerne. Not gonna lie. Sieht man gar nicht gerne. Es macht es so ein bisschen schmerzhafter, dass ich das nicht habe. Bissi Eisen wäre wirklich nett. Bist du sicher, dass ich da nicht irgendwas mit zumindest 10? Dann könnte man es da mit der Militärpolitik machen, um den schweren Streitwagen aufzuwerten. Für annehmlich, für diplomatische Gunst? You sure? Okay, das geht zwar auch nicht schneller. Was ist mit aller? Nur um zu checken, ob es geht. Ich wollte keinen Screenshot. Okay. Ich wollte keinen Screenshot speichern. 80 davon. Okay. Ne? Sie macht keinen Spaß draus. Sie will wirklich. Das Eisen ist so viel wert. Da kannst du haben. Dann können wir in einer Runde kurz die Politik wechseln. Und ich glaube, da von Ritter auf Kürassier sollte nichts kosten. Nur vom Streitwagen auf Kürassier. Und wenn wir das runterdrücken, dann wären wir auf einem. Und dann hätten wir mal die Stadtstärke oben. Das ein bisschen Sicherheit providen würde. Ja, das lassen wir derweil noch drin. Das Gold ist nicht so wichtig. Wo sind die?
Ha, wir haben das noch gar nicht. Well, keine Sucks. Wir haben Zelda noch nicht, oder? Wobei das andere ist ja nicht Söldner, sondern irgendwas anderes. Aber wir haben noch nicht mal Söldner. Das ist hilarious, das ist mir noch nie passiert. Wo ist denn eigentlich das? Wo ist die Politik, die einem ermöglicht? Mit den Ressourcen und ist es auch hier? Das ist bei Söldner. Söldner brauche ich drei Runden dafür. It's kind of incredibly worth it. I think. Drei Runden ist nicht besonders viel. It's okay. Gouverneurtitel. Oh, du bist nicht zugewiesen. That's a problem. Wir hauen dich nach St. Petersburg. Will ich denn überhaupt hier was ändern? Ach, not really, glaube ich. Meh. 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 Ihnen so mit der, oder? Mit Liang? Forstverwaltung. Ah, okay, vielleicht können wir Rainer ein bisschen befördern. Also ernennen dabei mal. Wobei man viele von denen haben. Ich meine, wir haben bei St. Petersburg viele, werden aber auch bei Jaroslawl viele haben. Haben wir nicht mal nach Jaroslawl? Hey, hockt schon mehr in Jaroslawl? Niemand hockt dabei in Jaroslawl. Nicht, dass es jetzt dabei schon was bringen würde. Or maybe later. Okay, das dauert leider zwei Runden. Kannst du da hin und dann noch angreifen? Like it. Dann kannst du ihn hier angreifen. Alright. Nochmal den Bygobaismus zu mehr Anhängern verhäufen, wie sich's gehört. Du kannst dich eigentlich auch noch hier drauf hocken. Ich dachte nur kurz, ist jetzt vielleicht derselbe Einheitentyp. Stattdessen kommt ein Wald hier rauf. Das ist ein Wohnraumproblem, angeblich. Ich meine, wir können hier mal ein bisschen Minen draufbauen, damit wir ein bisschen mehr Prot haben. Okay. Interesting. Kennen wir ganz Korea eigentlich? Wir kennen ganz Korea. That is very good. Nur, dass sie keine Raumhäfen vor uns verstecken kann. Die man möglicherweise plündern, sabotieren sollte. Ah ja, da wollen wir auch noch einen hinbauen. Deswegen will ich da keine Mine draufbauen. Weil das I alles erst später kommt, aber hilf mal hier mit der Prot in dem Fall. Das bringt auch was für die Modernisierungen dann, wenn wir Söldner haben. I think it makes sense. Da kann er Gott sei Dank nicht durch. Zumindest nicht über Land. Du bist da im Krieg momentan. Du bist nur mit dem Typ im Krieg auf der anderen Seite des Meers. Was durchaus sinnvoll ist für beide, weil dann können wir nicht gescheit kämpfen. Du hast den Markt abgeschlossen, kannst du den Händler gleich hinterherhauen. Du baust derweil ein Spion. Because we need him. Warlock da, okay, du hast den Kornspeicher abgeschlossen. Good for you. Du kannst jetzt mal noch andere sinnvolle Dinge tun, wie zum Beispiel einen Laverer bauen. Die Frage ist nur, wo. Warte mal, kannst du das Handelszentrum da drauf bauen und das Lavra dann daneben? Dann kriegen wir wenigstens plus 1. Geh dich da heilen. Da oben wird es ein bisschen dicey. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen sollte oder ob ich rücksichtslos erdolcht werden werde.
Okay, das heißt, da müssen wir nicht wirklich was drauf bauen. Dann kannst du da noch mehr Nahrung beschaffen. Hau drauf. Kannst du dich dabei hier umsehen. Crater Lake haben wir gefunden. Wunderbar. Das freut mich doch sehr. Du gehst hierhin. Alrighty. Wie schaut's jetzt aus? Hast du einen schon fertig von den Dingsies? Hast noch keinen Raumhafen fertig. Alright. Ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.